Hallo und willkommen zu meinem nächsten Opening und heute kümmern wir uns um die Mewtwo V-Union Spezial Collection, die wir heute bei meinem nächsten Opening öffnen. Deswegen hoffentlich gefällt es euch. Ich habe noch keine Ahnung, ob das überhaupt schon jemand in Deutsch auf YouTube geöffnet hat, weil viele haben ja erstmal Celebration geöffnet. Ich ja auch. Und so, deswegen gucken wir mal. Ich habe schon gesehen, hier sind vier Booster drin, kein Sonne- und Mond-Booster mehr drin. Also wenn es stimmt, wir können mal kurz auf die Rückseite gucken, weil da müsste ja drin stehen vier Booster, genau, und eine Unterstützerkarte, die man ja braucht, um die V-Union-Karten zu spielen. Genau, wir öffnen mal die Box, ich zeige euch mal den Inhalt. Genau, auf Englisch gab sie ja schon, bei uns in Deutschland waren ja die deutschen Boxen ein bisschen verzögert, was das anging mit dem Liefern, die sollten ja eigentlich schon früher erschienen sein. Deswegen können wir das jetzt öffnen. Ich muss so kurz gucken. Ah, da ist die Karte, okay. Ich würde euch nämlich gerne einmal die Karte zeigen. Deswegen müssen wir gucken, ob wir da dran kommen. So, okay, das war jetzt eine schwierige Geburt. Was das anging, Code brauche ich natürlich selber diesmal, weil ich das ja auch im TCGO spielen möchte, um das zu zeigen, wie man das spielt. Das ist dann nochmal hier die Einzelteile der Karte, das sind halt vier Kartenteile, das erinnert mich ein bisschen an Exodia. Und wir haben hier die Professor Burnett Promokarte, durchsuche dein Deck nach bis zu zwei Karten und lege sie auf deinen Ablagestapel. Mische anschließend dein Deck. Genau. Man sollte natürlich, wenn man das Deck spielen will, wenn man V-Union spielen möchte, sollte man sich vier Stück davon reinpacken, damit man die auch zieht. Theoretisch bräuchte man nur zwei, das würde reichen, aber besser vier Stück reinpacken. Deswegen ertauschen oder halt viermal so ein Produkt kaufen, wenn man die viermal haben möchte, wenn man in echt spielen möchte. So. Und dann haben wir hier natürlich die XXL-Karte. So. Und ich mache natürlich dazu auch zu den anderen drei Boxen, die es gibt. Da gibt es auch noch eine V-Union-Pikachu-Karte, aber da weiß ich noch nicht. Also, wenn ihr da Informationen habt. Ich weiß nicht, wann die rauskommen soll, weil manche Sachen sind irgendwie verzögert und man weiß gar nicht mehr, welches Datum was rauskommen soll. Weil ich glaube, die sollte auch am 22. Also, theoretisch, wenn ihr dieses Video seht, ich nehme es natürlich kurz vorher auf, vor dem 22. müsste die raus sein. Oder halt eine Woche später. So, wir machen Schwert und Schild Base. Kampfstil, Farbenschock und Drachenwandel. Ja. Wir hoffentlich ziehen wir was Schönes hier. Und dann, ja, wie gesagt, gibt's dann, das habe ich mir jetzt so überlegt. Das mache ich auch zu den anderen Boxen. Ich habe auch noch Quajutsu und das hier müsste sein. Ich verwechsel immer die zwei legendären. Auch noch die V-Union-Boxen, das heißt, nächste Woche gibt es dann die nächste Box und immer morgens die Box als Opening und abends kommt ein TCGO-Video dazu, wie man die spielt. Ich werde ein Deck drum bauen, das kann natürlich immer sein, das ist immer die große Gefahr, dass das Deck nicht direkt funktioniert, wenn ich das schon teste oder spiele. Das ist natürlich klar, das ist auch mal manchmal ein bisschen Glückssache, wie man zieht. Also ich weiß halt nicht, ob ich es schaffe in dem Video, also zu spielen, wie viele Matches ich brauche, damit es funktioniert. Ich werde natürlich dann ein Match aufnehmen, wo es klappt, wo ich die aufs Feld kriege. Wie gesagt, man muss ja die vier Teile aufs Feld kriegen. Gewöhnliche Angel und Regirock V. Ja, moin. Das sieht doch schon mal super aus hier. Da haben wir nämlich schon mal direkt was Feines gezogen, die erste V. Deswegen, Leute, ich hoffe natürlich, das kommt dann gut bei euch an. Dürft natürlich dann gerne Like da lassen, unterstützen und euch angucken, falls euch das interessiert. Es gibt ja Leute, die sammeln nicht nur, sondern die wollen ja auch ein bisschen was Spielmäßiges sehen, wie man damit spielt. Ich bin auch mal interessant, ob es klappt, ob man überhaupt die Zeit hat, weil es wird ja auch, wenn man im Standard spielt, einige Decks geben, die vielleicht schneller fertig sind, weil du musst erstmal die Karte erstmal auf den Ablagestapel kriegen, die ganzen Teile von der V-Union. Vier Stück. So, dann musst du Energien drauf kriegen. Also, ob die so stark sind, werden wir sehen. Das muss man gucken dann. So, was haben wir denn hier? Fokussierte Energie. Wir haben das Cesario.
Ah, das ist jetzt wieder ein anderes Set, genau. Das sind ja vier verschiedene Booster. Fokussierte Angriffs-Spot-Rolle. Nehmen wir mal eine Trainerkartenhaufen. Die Pokémon trenne ich natürlich, damit ich das besser sortieren kann, meinen Bulk. Weil ich sortiere auch meinen Bulk immer nach Sets. Deswegen Quabbel und Senlong. Schade. Aber hey, wir sind nicht leer ausgegangen aus dieser Box. Wir haben eine V-Karte gezogen. Auch wenn es nur Schwert und Schild Base ist. Aber aus Drachenwandel können wir vielleicht noch was Schickes ziehen. Farbenschock müsste ich theoretisch, weil ja auch so viel nochmal nachgedruckt worden ist und ich da, glaube ich, am meisten zu geöffnet habe aus der Schwertenschild-Ära, eigentlich theoretisch bei Farbenschock schon alles, was man so ziehen möchte, Wichtiges, da die meisten von haben. Da fehlen natürlich auch noch Karten, das ist klar. Aber da habe ich eigentlich, glaube ich, meinen Ordner am vollsten von. Wenn ich mich gerade nicht vertue, ne? Klar, Schwert und Schild. Und die anderen ersten vier Sets, da habe ich ja auch schon meine Displays zugeöffnet. Zu den anderen Sets nicht, weil die danach angefangen haben, nicht mehr gut verfügbar zu sein. Abkampfstil. Deswegen hat man ja jetzt auch wieder gemerkt mit den Produkten, dass die jetzt alle verzögert waren. Ich habe ja noch nicht mal geschafft, meine Evolution-Tins, meine Herbst-Tins zu öffnen, weil ich einfach die ja, die ETB vorgezogen habe, jetzt die V-Union-Karten vorgezogen habe. Deswegen schauen wir mal, wann die kommen. Weil ich habe auch noch was zu Celebration, was ich öffnen möchte. Deswegen die Nachahmerin, Gummihandschuhe, Kapuno, Lilimip, Lampi, Datiri, Libiskus, Tentacha und Drapfel. Schade, Leute. Das war das Opening. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und ja, wie gesagt, heute Morgen dieses Video und heute Abend gibt es dann, wie wir mit Mewtwo spielen. Hoffentlich, wenn ich es hinkriege, mal in irgendeinem Match aufs Feld zu kriegen, um zu zeigen, wie man es aufs Feld kriegt. Deswegen braucht man ja diese gute Professorin. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann auch beim nächsten Video oder Livestream wieder. Und damit auf Wiedersehen und bye bye. Bis zum nächsten Mal.